Menschen achten auf Werte. Materielle Werte, moralische Werte. Was ist uns wichtig? Was macht uns aus? In der Gesellschaft, der Familie oder bei der Arbeit? Was wollen wir an die folgenden Generationen weitergeben, ohne dass wir selbst nicht leben könnten? Und unterscheiden sich Werte aufgrund von Hautfarbe oder Staatsangehörigkeit? Ein wichtiger Wert für mich ist Gerechtigkeit, Frieden, Toleranz, Unabhängigkeit, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Disziplin, Respekt. Ein wichtiger Wert für mich ist Verständnis. Gemeinsam mit Schülern aus dem Elztal machten wir uns auf in Richtung Stuttgart. Eine Veranstaltung zum Thema Werte war geplant. Angekommen im Landtag hatten wir während eines kleinen Empfangssnacks die Möglichkeit, einige Schüler zu interviewen und sie danach zu fragen, welche Werte denn für sie am wichtigsten sind. Was erwartet ihr denn von Politik? Warum glaubt ihr, dass Politik überhaupt wichtig für uns ist? Um Ordnung in die Gesellschaft zu bringen. Politik bestimmt unsere Gesellschaft und deshalb ist sie ja wichtig. Warum bist du heute dabei? Was bewegt dich dazu, heute hier zu stehen und das anzuhören? Ich bin ja auch einer, der dann in den nächsten Jahren wählen darf, weil ich ja schon 18 bin. Und deswegen interessiert mich das im Moment extrem, mich da zu informieren, damit ich mir dann gut eine Meinung bilden kann. Hast du denn jetzt, wenn du schon ein bisschen älter bist, in deinem Umfeld viel mit Politik zu tun? So mit der Landespolitik und insgesamt der Politik im Moment noch nicht so viel. Aber es interessiert mich halt und ich befasse mich damit auch in meinem Alltag ab und zu. Das Thema heute lautet Werte. Was sind denn für dich wichtige Werte? Was ist dir wichtig an Werten? Mir ist es extrem wichtig, dass jeder Mensch erstmal dieselben Chancen bekommt und auch dieselben, dass da eine Gerechtigkeit herrscht, sodass alle den gleichen Ausgang haben, mit dem sie dann starten können. Und dass jeder, das ist halt für mich ein wichtiger Wert, dass jeder erstmal die gleiche Chance bekommt. Glücklicherweise hatten wir die Möglichkeit, an diesem Tag mit den Abgeordneten aus unserer Region zu sprechen. Sabine Wölfle und Alexander Schoch erklärten sich zu einem Interview bereit. Meine Anfangsfrage wäre, weil wir ja heute zu einer Veranstaltung sind, bei der es um das Thema Werte geht, was sind für Sie die wichtigsten Werte oder sogar für Ihre Partei? Also die Werte sind für mich vor allen Dingen Solidarität, das ist für mich ein ganz hoher Wert, und Toleranz anderen Menschen gegenüber. Und vielleicht noch ein weiterer Wert ist sicherlich auch, die Besinnung auf das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, also unser Grundgesetz, unsere Verfassung und das, was wir seit dem Krieg 1945 als Gesellschaft erlebt haben und worauf wir aufgebaut haben. Das sind für mich so Bereiche, die mir sehr, sehr wichtig sind. Finden Sie denn, dass diese Werte gefährdet sind in unserer Gesellschaft? Aktuell ja. Also wenn man mir vor einem Jahr die Frage gestellt hätte, hätte ich was anders geantwortet. Aber die politische Situation, die wir im Moment in Deutschland erleben, die wir in Europa erleben, die wir auch in den USA erleben, gibt schon Grund zur Sorge. Plötzlich sind diese Werte für viele Menschen nicht mehr wichtig. Der Ton untereinander ist ein anderer geworden. Der Respekt geht verloren vor der Meinung anderer Menschen. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, dass wir in einer Demokratie akzeptieren, dass Menschen eine andere Meinung haben, aber beschimpfen und beleidigen, nur weil er anders denkt, wie man selber denkt, das geht halt gar nicht. Und das kommt im Moment immer mehr. Die Frage gebe ich gerade noch hier rüber. Mich würde auch natürlich für die Grünen interessieren. Was sind die Werte bei den Grünen oder für Sie persönlich? Also ich habe ja vorhin schon mal erläutert gehabt, wir bauen eigentlich unsere Demokratie hier auf dem Grundgesetz auf. Ein wichtiger Wert für mich jetzt gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Flüchtlingen ist natürlich die Würde des Menschen, ist unantastbar. Ich sehe jetzt nicht unbedingt unser System oder unsere Demokratie gefährdet, aber ich sehe gefährdet, dass eben gewisse Positionen dazu führen, dass eben diese Würde tatsächlich des Menschen angetastet wird, insbesondere durch populistische Positionen von rechts, was man zurzeit sehr stark mitbekommt. Und diesem muss man eben sehr stark entgegentreten, um eben unsere Demokratie auch nach außen hin zu sichern, auch deutlich zu
zu machen. Wir setzen uns ein für die Demokratie und für die Werte unserer Gesellschaft. Wenn wir beim Thema Vermittlung sind, kommt mir immer so vor der Gedanke, dass wir Jugendliche doch mit Politik einfach nicht so viel am Hut haben, wie es alle gerne hätten. Das könnte an der Vermittlung liegen. Was müssten Politiker denn tun, damit ein Schritt in Richtung Jugend getan wird, was ja unsere Zukunft und wichtig für alle Wahlen ist? Ja, genau das, was wir gerade hier machen. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig und ich biete das auch immer wieder an, in die Schulen zu gehen. Also wir kriegen ja regelmäßig Einladungen, in die Schulklassen zu kommen. Ich würde viele andere Termine nicht machen, zugunsten der Möglichkeit, mehr in die Schulen zu kommen. Und zwar geht es dabei nicht um Parteipolitik, sondern um die Vermittlung. Was ist Politik? Was tun wir eigentlich? Und wie kann ich junge Menschen mitnehmen? Weil irgendwann seid ihr in Verantwortung. Dann sind wir vielleicht im Pflegeheim oder sitzen gemütlich auf der Terrasse und freuen uns über unsere Rente, die wir dann vielleicht bekommen, sondern ihr seid dann diejenigen, die Verantwortung übernimmt und wir müssen einfach Brücken bauen, euch zu zeigen, dass es sich auch lohnt, Verantwortung zu übernehmen und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Politiker viel mehr in die Schulen gehen können. Also jeder Lehrer, jede Schule sollte das vermehrt nutzen und das andere wäre, das ist mein persönliches Anliegen, dass wir viel mehr im Bereich Gemeinschaftskunde, auch Politikvermittlung, auch das Thema, wie vermittle ich die Werte unserer Verfassung. Das muss viel, viel stärker in den Unterricht rein, und zwar meiner Meinung nach schon in der Grundschule. Oder über meine Generation, wir haben die Gnade der späten Geburt. Also wir sind im Frieden groß geworden und wir nehmen das natürlich für absolut selbstverständlich. Meine Nichten sind Mitte und Ende 20, sind Lehrerinnen, mit denen habe ich über Europa gesprochen. Die nehmen das so für selbstverständlich. Es ist ja auch gut, es ist ja auch schön. Dieses Grenzenlose, wir haben die gleiche Währung und es gibt viele Vorteile. Und ich glaube, das ist ein Teil, den man eben bei all dem Schlechten nicht vergessen darf, dass es eben auch Errungenschaften gibt, aber die muss man auch immer mal wieder erklären, damit man weiß, was wir eigentlich auch erreicht haben. Und zwar wird uns als erstes interessieren, was für Sie in Ihrem ganz privaten Umfeld Werte sind und ob Sie wirklich glauben, wie Sie vorhin angekündigt haben, dass diese Werte in Gefahr sind. Also einer meiner wichtigsten Werte ist Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität, Wertschätzung meines Gegenübers. Aber dann muss ich eben auch davon ausgehen, dass er mir den gleichen Respekt entgegenbringt, dass man respektvoll und freundlich miteinander umgeht. Und in Teilen sind diese Werte in Gefahr, weil wir eine Verrohung der Sprache erleben, nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch im Alltag. Und das macht mir schon Sorge. Aber wie gesagt, man muss auch mal ein bisschen den Fokus darauf lenken, was in diesem Land auch alles gut läuft und was wir auch geschaffen haben und wie gut es uns oder den meisten Menschen jedenfalls, wie gut es uns geht. Und das vergisst man relativ schnell. Was sind denn Werte für die AfD? Die AfD versteht sich als die Partei, die das Grundgesetz wirklich ernst nimmt. Und natürlich fängt es an mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber im Grundgesetz ist eben auch die Verpflichtung beinhaltet, sich um das eigene Volk zu kümmern, die Sicherheit und die Versorgung des eigenen Volkes zu gewährleisten. Und das wurde ja eben in der Veranstaltung auch teilweise angesprochen. Artikel 16a des Grundgesetzes, der dann eben zum Beispiel die Frage berührt, wer kann als Nichtdeutscher, als Ausländer in Anspruch nehmen, nach Deutschland zu kommen und dort auch Versorgung zu erlangen. Rechtspopulistische Werte sind ja heute eigentlich fast nur noch in der AfD zu finden. Man beachte jetzt das NPD-Verbot, das jetzt vor ein paar Tagen eben nicht stattgefunden hat. Würden Sie behaupten, dass die rassistischen Vorurteile, die der AfD eigentlich immer entgegengebracht werden, sich stellenweise bewahrheiten? Ich wüsste, also Sie stellen ja eine Behauptung auf, dass rechtspopulistische Inhalte in der AfD vertreten seien. Wo machen Sie das fest? Das ist ein persönlicher Eindruck, das gebe ich gerne zu. Teilen Sie den nicht? Den teile ich natürlich gar nicht. Wie gesagt, die AfD ist in meinen Augen die Partei, die das Grundgesetz und die Gesetze unseres Landes auf das Podest erheben möchte und dafür sorgen möchte, dass man wieder beachtet, was eigentlich in diesem wertvollen Grundgesetz steht. Zum Schutze der Menschen insgesamt, aber auch zum Schutze des eigenen Volkes. Was hat Sie dazu bewegt, aus der AfD auszutreten?
Muss ich ein bisschen andersrum anfangen. Also bewogen hat mich eigentlich Kritik an der Bildung, an der Bildungspolitik, weil ich aus diesem Bereich komme. Deswegen bin ich eingetreten. Ausgetreten bin ich, weil die AfD immer rechtspopulistischer wurde, immer mehr oberflächliche Positionen eingenommen hat, immer mehr angefangen hat, mit Schlagworten und Ängsten den Menschen zu spielen und ich das einfach nicht als Arbeit einer Partei ansehe, so an Probleme heranzugehen. Was sind denn Werte für Sie ganz persönlich? Also zum einen, also hier vor allem ganz speziell sind es natürlich die Grundwerte im Grundgesetz und für mich der wichtigste Artikel, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie sprechen ja ganz oft davon, oder vorhin wurde vom Migrationsvordergrund gesprochen. Glauben Sie, dass ein solcher zum Beispiel in Sachen Chancengleichheit, was Bildung oder ganz generell die Schule angeht, so stattfindet oder muss der noch verändert werden? Also alle Studien bestätigen leider, dass die Bildungschancen der Kinder noch viel zu sehr von der wirtschaftlichen Situation des Elternhauses abhängig sind. Also das heißt, in welche Familie wird ein Kind geboren? Da geht es nicht um die Ethnie, das wird es nicht besser machen, aber dass da noch große Unterschiede sind. Und umso wichtiger ist mal, dass man auf mehr in Richtung Bildungsgerechtigkeit tut. Und das ist sogar in der Landesverfassung verankert, dass jeder junge Mensch, unabhängig von seiner Herkunft oder wirtschaftlichen Situation, ein Recht auf eine seiner Befähigung entsprechende Bildung hat. Das heißt, der Staat, hier der Landtag, ist verpflichtet, zu mehr Bildungsgerechtigkeit auch beizutragen. Wir haben einiges getan, aber es ist sicher noch einiges zu machen. Langfristig dann natürlich aber auch der Appell an Jugendliche, diese Angebote dann auch wahrzunehmen und sie auch zu nutzen, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ja, also bei der Kommunalwahl können ja junge Menschen schon ab 16 Jahren zum Beispiel wählen, auch in den Schulmitbestimmungen sich aufzustellen, sei es als Klassensprecher, als Schulsprecher. Es gibt viele Wettbewerbe, andere Möglichkeiten, wo man auch wirklich mit der Politik andocken kann. Man kann als Schulklasse hierher kommen, man kann seinen Abgeordneten vor Ort mal treffen. Also jeder, in jedem Wahlkreis gibt es ja einen Abgeordneten und da können Sie einfach Ihre Abgeordneten mal besuchen und sagen, ich habe diese oder jene Frage und ich bin mir ganz sicher, dass der überwiegende Teil der Abgeordneten das auch machen würde. Was sind denn für dich wichtige Werte? Zum Beispiel guter Umgang miteinander, respektvoller Umgang miteinander. Oder auch Meinungsfreiheit, dass man seine Meinung sagen kann und die wird dann so akzeptiert. Gilt es auch für jeden und nicht nur für dich? Hat jeder die gleichen Chancen auf diese Werte? Nicht unbedingt jeder. In Deutschland hat ungefähr jeder die gleichen Chancen, ungefähr. In anderen Ländern ist es leider nicht so. Ja. Sollten wir auch daran denken, dass das auch in anderen Ländern umgesetzt wird? Auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, denke ich, zu wissen, dass es hier nicht nur um uns geht, sondern auf Menschen auf der ganzen Welt. Werte sind ja überall recht ähnlich, kann man sagen, denke ich. Politik ist ja eigentlich was alle betreffen sollte. Findest du, dass Jugendliche sich damit viel auseinandersetzen? Eigentlich schon, weil Politik die Zukunft für uns alle ist und da die Jugendlichen noch am längsten auf der Erde leben werden, sollten sie sich auch mit Politik beschäftigen. Und findest du auch, dass sie das auch wirklich machen, also dass Jugendliche sich in ihrer Privatfreizeit teilweise oder zumindest ein bisschen mit Politik beschäftigen? Manche, aber leider nicht alle. Genug? Nein. Okay, denke ich, ist auch wichtig zu wissen. Was könnten denn Politiker oder Erwachsene tun, damit Politik für uns Jugendliche interessanter wird? Mehr Projekte, die Jugendliche zum Mitmachen anregen. Werte sind ja eigentlich für die Allgemeinheit und manchmal gibt es auch ganz persönliche Werte. Was sind denn für dich so ganz wichtige Sachen? Ja, so allgemeine Sachen sind sowas wie Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Ich finde, das sind auch so nicht nur Werte, sondern auch Rechte auf Essen, auf Trinken, dass es einem persönlich halt gut geht. Und die verdient absolut jeder? Die sollte jeder verdienen. Ist zwar in unserer Welt leider nicht so, aber man sollte eigentlich das so machen, dass die jeder hat. Gilt das auch für Deutschland? Muss auch Deutschland da darauf gucken, dass alle Menschen die gleichen Werte haben? In Deutschland ist es mittlerweile schon ziemlich gut gelöst. Es gibt zwar noch nicht immer alle Menschen, die die gleichen Werte haben, aber es ist schon ziemlich ausgeglichen, sag ich jetzt mal. Findest du denn, dass Politik für Jugendliche ziemlich relevant ist? Ja, natürlich ist es relevant, weil im Endeffekt die ganzen Politiker, die jetzt im Amt sind, ja auch mal früher jung waren. Okay, und glaubst du denn, dass viele Jugendliche jetzt in unserem Alter sich auch dafür interessieren?
Ich glaube, dass sich eher weniger Jugendliche dafür interessieren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach manchmal auch so steif ist. Okay, das heißt, die Politiker sollten vielleicht in Projekten oder in Reden irgendwie mehr Jugendliche ansprechen durch eine offenere Art vielleicht und auch eine offenere Haltung? Oder gibt es noch andere Maßnahmen, die man so machen könnte? Ja, man könnte auch manchmal, wenn man so eine Rede hält, zum Beispiel jetzt in eine Stadt kommt und dort eine Rede hält, auch mal auf Sachen eingehen, die Jugendliche halt mehr interessiert. Was sind für Sie wichtige Werte? Wichtige Werte sind Zuverlässigkeit, Mitmenschlichkeit und Solidarität aus meiner Sicht. Auch bei jedem Handeln, das man an den Tag legt, nicht nur an sich selbst zu denken und an sein nächstes Umfeld, sondern auch da, wie man sich in einer Gesellschaft bewegt und auf andere zu achten. Und unterscheiden sich diese Werte, wenn Sie als Privatperson oder als Oberbürgermeister sprechen? Vielleicht verschieben sich manchmal die Gewichtungen zwischen den einzelnen Werten und wann man sie tatsächlich in welchem Umfang ausleben kann. Aber im Grunde nach sind diese Werte eigentlich sowohl für das berufliche als auch für das private Umfeld universell. Wo können Jugendliche sich denn noch engagieren, um irgendwie Politik mitzugestalten? Politik mitgestalten kann man selbstverständlich auch noch in Parteien. Das ist zwar jetzt nicht so das Format, das die meisten mögen, aber die Möglichkeit besteht selbstverständlich auch noch. Man kann aber auch für das Gemeinwesen, also generell auch in Vereinen oder in der Flüchtlingshilfe oder ähnlichen Einrichtungen sich engagieren. Also klassisch gemeinnützige Tätigkeiten. Ein wichtiger Wert für mich ist Gerechtigkeit. Frieden. Toleranz. Unabhängigkeit. Gleichberechtigung. Meinungsfreiheit. Disziplin. Ein wichtiger Wert für mich ist Verständnis. Respekt. Mir ist es extrem wichtig, dass jeder Mensch erstmal dieselben Chancen bekommt. Also die Werte sind für mich vor allen Dingen Solidarität, das ist für mich ein ganz hoher Wert, und Toleranz anderen Menschen gegenüber. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also zum einen, also hier vor allem ganz speziell sind es natürlich die Grundwerte im Grundgesetz, und für mich der wichtigste Artikel, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wichtige Werte sind Zuverlässigkeit, Mitmenschlichkeit und Solidarität aus meiner Sicht. Auch bei jedem Handeln, das man an den Tag legt, nicht nur an sich selbst zu denken und an sein nächstes Umfeld, sondern auch da, wie man sich in einer Gesellschaft bewegt und auf andere zu achten. Die AfD versteht sich als die Partei, die das Grundgesetz wirklich ernst nimmt. Ja, so allgemeine Sachen sind sowas wie Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Ich finde, das sind auch so nicht nur Werte, sondern auch Rechte auf Essen, auf Trinken, dass es einem persönlich halt gut geht. Guter Umgang miteinander, respektvoller Umgang miteinander oder auch Meinungsfreiheit, dass man seine Meinung sagen kann und die wird dann so akzeptiert. Also einer meiner wichtigsten Werte ist Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität, Wertschätzung meines Gegenübers, aber dann muss ich eben auch davon ausgehen, dass er mir den gleichen Respekt entgegenbringt, dass man respektvoll und freundlich miteinander umgeht. Ich glaube, dass die Gesellschaft darauf achten muss, welche Werte ihr besonders wichtig sind, welche über den Tag hinaus Bedeutung haben sollten, und die gemeinsam, das gemeinsam herauszuarbeiten, das ist, was uns verbindet, darauf wird es ankommen. Eben Meinungsfreiheit, Menschenrechte, diese Dinge gilt es zu betonen und da eher die Gemeinsamkeiten zu betonen als die Unterschiede.